Mit Daisy geht es nun in eine neue Folge von Mario Kart Speed Drive. Und damit, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart Speed Drive. Ganz genau. Beim letzten Mal haben wir Daisy freigeschaltet. Und mit der geht es auch heute in den nächsten Cup. In den Sternencup. Und zwar die Cocoa Cliffs, die Sky Road, die Jungle Hives und die Wario Arena. Let's go. Ich habe die Steuerung noch voll drauf. Keine Ahnung. Let's go. Sind gute Voraussetzungen tatsächlich. Er war jetzt 3 Tage lang entspannen. Jetzt bin ich wieder back. Das ist die originale Musik. Oh, oh. Oh ja, das ist aber gut. Der ist aber gut. Komm, komm, komm. Der ist gut. Hui. Wie setze ich Items ein? Ich glaube, auf E habe ich das. Bin mir nicht sicher. Oh yes. Ja, auf E. Oh yes. Jetzt nur nicht Wario berühren. Schön, schön. Okay. Wir bleiben gespannt. Hier um die Kurve. Oh, tschüss, Luigi. Oh nee. Oh doch, der war gut, der war gut. Der war tatsächlich gar nicht mal so bad. Oh, Wario ist runtergefallen. Das freut mich. Wir sind second, genau. Wir sind zweiter. Oh, die Maus ist im Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, ich habe die sogar ausgeblendet. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Nee, der war daneben. Nein. Und runter. So, okay. Warum ist Mario so weit vorne? Was ist denn mit ihm? Er ist 10-mal schneller als ich. Also... Ist er weg? Das kann mir kein Mensch erzählen. Übrigens. Oh, es gibt noch eine Runde! Ich habe damit nicht gerechnet. Oh, ich bin doof. Ja, okay, ich hab's verdient ein bisschen. Für die dumme Aktion gerade. Er ist schneller als ich. Darf ich das als Scam bezeichnen? Oder wolltest du mich gerade abschmeißen da vorne? Ist ja wohl das hinterletzte System. Okay. Hier schön zwischen denen durch. Warum sind die alle so viel schneller als ich? Hier war gar keiner, ne? Hä? Ey, Luigi, wenn du... Natürlich. Natürlich! Was ist das denn, wenn die Charaktere einfach 10-mal schneller sind als ich? Hä, das macht ja so null Spaß. Mann, hab ich Bock weiterzumachen. Ich muss wenigstens auf den dritten machen. Sky Road! Ich würde nämlich schon gern noch einen Charakter freischalten, einen dritten. Das muss. Also. Da gibt es auch keine Ausrede. Klar. Natürlich, das trifft nur mich, der Blitz, und alle hinter mir nicht. Weil sie sind ja out of frame. Yes, komm, gib mir Speed-Item, please. Yes. Oh, yes. Das schmeckt nach erster Platz, Freunde. Und das soll auch weiterhin so schmecken, wenn es geht. Nein! Mann! Sowas ist auch irgendwie ein bisschen unfair. Also ich meine jetzt nicht den Blitz, sondern ich meine wieder das mit dem, dass sie schneller fahren. Aber wenn wir jetzt keine Fehler machen sollten, wenn wir jetzt keine Fehler mehr machen, sollten wir gut kommen. Babel.
Geh einmal hier schön nach unten. Oh, ich habe noch eine Runde vor mir. Wir bleiben konzentriert. Die Runden werden auch immer länger. Ist euch das auch schon aufgefallen? Also die Strecken werden wirklich kontinuierlich größer. Ich bin mir sicher, das Video geht heute auf jeden Fall länger als... Stupid. Länger als 10 Minuten. Wette ich. Das muss doch ein Scam sein. Yoshi, ich hau dich weg. Also das Driften ist ein bisschen, naja, gelöst. Ich glaube, ich habe mich schon häufig über das Driften beschwert. Es kommt, ich weiß gar nicht, ob es hier Credits gibt. Aber wenn, dann werde ich da nochmal auf jeden Fall auf das Driften zurückkommen. Und da sind wir auch Erster geworden. Finde ich super. Darauf erstmal ein Stück frisches Wollwigwasser. Da sind wir sogar im Durchschnitt direkt auf Platz 1, Leute. Jetzt kommen die Jungle Hives. Ich weiß nicht genau, was Hive heißt, aber Hive alleinstehend ist Bienenstock. Oder Beehive ist Bienenstock. Das weiß ich, weil ich bin Minecraft-Spieler. Wieso bist du so gut in Englisch? Ich spiel Minecraft. Oh yes, da haben wir die zwei richtig schön weggehauen. Ich hab Yoshi gerade betäubt, der ist einfach wieder da. Oh, vielleicht dürfen wir nicht... Ich glaube, wir dürfen nicht in den Honig. Das macht uns safe langsamer. Ah, die Coins, die nehme ich mit. Ich weiß nicht genau, was einem die Coins bringen. Bis jetzt wurde mir dazu noch nichts gesagt. Also vom Game aus. Okay, das hält uns auf. Ich dachte, vielleicht könnte man drüber springen. Habe ich jetzt ausprobiert? Kann man nicht. Vielleicht treffe ich jemanden. Ist immer gut zu wissen. Und da hoch. Sehr schön. Ich sehe nichts. Das hasse ich. Wenn man irgendwo hochfährt und die Kamera dann auch so tut, als würde man gerade den steilsten Berg der Welt hochfahren. Und man nicht sieht, was nach dem Berg kommt. Also ob da jetzt eine Kurve ist oder nicht. Nein, ich sollte nicht in die Kamera gucken. Das ist nicht dein Ernst. Fahr. Luigi ist hinter mir. Luigi ist kein Problem. Der ist grün, ist der Bruder von Mario und keiner kennt ihn. Grün wie mein Panzer. Der im Boden steckt, weil ich gerade im Berg runterfahre. Und das Spiel nicht so ganz auf Schrägen klarkommt. Naja, soll vorkommen. Ey, aber wenn ich das richtig sehe... Oh, und wieder hier. Genau die gleiche Stelle wie vorhin auch. Oh, aber hier haben wir jetzt richtig gut die Kurve gemeistert, muss ich sagen. Nach rechts hier den Speedstrife mitnehmen. Wisst ihr, wegen Speedstrife, weil das Game auch so heißt. Macht uns der Honig jetzt langsamer? Ich weiß es nicht. Es ist nicht die letzte Runde. Ich würde schon ganz gerne mal Luigi treffen. Ich habe Mario getroffen? Wie krass. Es tut mir leid, Mario. Ich wollte das nicht. Ich habe noch jemanden getroffen. Das kann nicht Betrug sein. Das muss gescriptet sein. Kann mir niemand erzählen. Und vor allen Dingen, schaut euch an, wie schnell Luigi da... Okay, vorbei. Ja, Luigi, ich werde einmal getroffen mit Luigi. Schaut euch auf der Map an, wo Luigi ist. Also das ist weit... Ich habe doch ein Schutz... Ach, das Schutzschild funktioniert hier nicht. Weil der Creator DJ Coco, im Übrigen kommt er aus Österreich. Zumindest sind in den meisten seiner Games die österreichische Fahne vertreten. Also das ist kompletter Betrug. Also, da kann ich nichts für. Das ist... Ich werde einmal getroffen und Luigi hat die Hälfte der Strecke hinter sich. Aber ich bin noch theoretisch Erster. Wenn ich jetzt noch einen Win raushole in der Wario Arena... Luigi, du bist so ein Affe. Nichts gegen dich, Donkey Kong, aber... Auch der Start ist ein Scam. Ich drück genauso Gas wie die... Was ist hier mit der Kamera los? Das ist Waluigi-Flipper-Musik. Und ich liebe es.
Uiuiui. Also die Kurven hätte man meiner Meinung nach... Ey, schau euch das an! Luigi, du hast es so verdient. Du kleiner grüner Gnom. Wetten, ich werde gleich von Luigi überholt. Schaut euch mal auf der Karte an, wie schnell Luigi ist. Er überholt während seinem angeblichen Kleinsein-Modus andere Charaktere, wie Yoshi, der vor ihm war. Heißt, eigentlich sollte Yoshi schneller fahren können als er. Ich habe jemanden getroffen mit der Banane, ich hoffe, es war Luigi. Wobei, ja doch, es könnte Luigi sein, weil der hat schon fast wieder Mario eingeholt. Also die Gegner sind teilweise... Oh, nicht sehr realistisch dargestellt. Und wenn ich jetzt Luigi nehme, bin ich natürlich automatisch der Langsamste der Runde. Macht ja Sinn. Ah ne, diesmal ist Mario der so hinten dran ist. Okay, aber Mario ist noch ewig weit weg. Also sollte ich jetzt keinen allzu großen Fehler machen, wäre das gar kein Thema. Oh, das finde ich sogar gar nicht so schlecht. Weil dann schaffe ich beides Streifen hier, weil ich ein Stück langsamer bin. Und kann vielleicht so ein bisschen mehr Geschwindigkeit rausholen. Hier ist eine Doppelkurve. Ey, ihr könnt euch aber nicht auf die Karte verlassen. Die Karte ist verwirrend. So, und jetzt müssten die Charaktere komplett durchdrehen, wenn ich das richtig sehe. Schaut euch an, wie Mario aufgeholt hat. Ja, und Mario hat mich überholt. Das kann nicht wahr sein. Das muss gescriptet sein. Kann mir kein Mensch erzählen, dass das normal ist. Aber solange nicht Luigi ist, der vor mir ist, alles gut. Weil Luigi könnte mich in der Punktzahl sonst überholen. Gib mir einen roten Panzer. Roter Panzer. Da bin ich aber auch mit zufrieden. Das ist nicht wahr. Ja, okay, ich gebe es auf. Mario kriegen wir nicht mehr. Aber immerhin vor Luigi. Ich feiere die Musik. Schreibt mal eure Lieblings-Mario Kart-Musik in den Chat, genau, in die Kommentare. Und damit wären wir auch schon am Ende der Folge. Wir schauen auch an, welche neuen Charaktere wir freigeschaltet haben. Und ja, dann war's das tatsächlich. Aber wir sind natürlich Erster, kriegen den Goldpokal. Und wen schalten wir frei? Na, Shy Guy! Und wenn euch das Ganze an der Stelle gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal ein, wenn wir mit Shy Guy fahren. Bis dann, ciao, ciao, Leute.